Mit Pandas haben wir jetzt ein sehr schönes, mächtiges, sehr gutes Werkzeug, um schnell, einfach und simpel aus egal wie großen Datensätzen die Daten auszuschneiden und herauszufiltern, extrahieren, die wir haben wollen. Und ebenso leicht können wir die auch plotten. Und dazu importieren wir nicht nur Pandas, sondern wir importieren auch noch matplotlib pyplot splt, also die Library für das Plotting. Dann lade ich hier wieder als DataFrame eine Georg-Datei ein und aus der schneide ich jetzt erstmal was aus. Dazu verwende ich diesen Location Method und schneide hier aus die Datensätze, also Zeilen 3 bis 9, sagen wir mal, und dann noch als Spalten hätte ich gerne MGO und SEO2. O2. So, und das ist dann der ausgeschnittene Datensatz und den kann ich jetzt einfach darstellen, weil das ist jetzt auch ein Data Frame hier, also ich schreibe das hier mal in die Variable Data rein, diesen Data Frame, und dann plotte ich das gegen das. So, die Spalten bekomme ich, indem ich das in der Form mache, also Data, und dann gebe ich hier rein wieder MGO, aber eben nur von Data, und dann bekomme ich nur diese Daten hier von MGO. Und das gleiche für SEO2. Ja, und jetzt habe ich hier die SEO2-Daten, dann plotte ich das. Also ich mache hier Plot und dann soll ein Scatterplot sein. Und dann kommt es hier rein. Das hier sind die X-Werte. Also X-Werte gegen Y. Und dann führe ich das aus und dann bekomme ich hier den Plot. Und das war's schon. Und hätte ich jetzt vielleicht noch nehmen. Bei den Data noch eine dritte mit dabei. Angenommen, ich hätte auch noch MNO mit ausgeschnitten. Weight%. Dann könnte ich auch. Okay, da stimmt eben das hier. Stimmt nicht. Diese Klammer ist zu viel. Und dann kann ich jetzt hier statt SEO2 kann ich hier auch MNO schreiben und dann wird das geplottet. Und das war es im Grunde genommen auch schon. Ich kann es natürlich noch hingehen und hier diese üblichen Sachen machen. Also zum Beispiel ein X-Label hinzufügen und das vielleicht auch nur Element 1 nennen. Und dann wäre hier wieder, das wäre zum Beispiel der Element 1 und hier wäre Element 1 ist gleich MGO. Und dann führt es aus und steht irgendwie auf der X-Achse, das gleiche für die Y-Achse und so weiter. Der wesentliche Punkt hier ist erstmal, kurzen Einblick zu geben, wie schnell und leicht sich Daten aus dem Datensatz extrahieren lassen und dann auch tatsächlich sehr schnell plotten lassen.